Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Und wir haben es ja schon zur Tradition gemacht, dass wir uns, obwohl ich Vanguard seit Season 2 nicht deinstalliert habe, ich jedes Mal zu einer neuen Season installiere und euch die neue Season anhand irgendwie von dem ganzen Content vorstellen, wir ein bisschen darüber sprechen. Das ist jetzt die letzte Season, die in Vanguard kommt. Die geht noch 70 Tage. Eine sechste Season sollte kommen, wurde ja aber damals vor ein paar Wochen, pro Monaten wurde es bestätigt, dass sie nicht mehr kommt, weil, ja, das Game ist tot, das muss man so sagen. Und deswegen gucken wir uns heute an, wie die neue Season aussieht. Und ich kann euch eins sagen, es wurde nicht besser. Und ihr seht es auch schon, ich habe mir für die Konsole MW2 jetzt bereits vorbestellt. In 10 Tagen beginnt das COD Next Event, auf dem einige Content Creator eingeladen worden sind. Haptic unter anderem, der abgesagt hat, hat er selbst ein Video darüber gemacht, könnt ihr selber bei ihm gucken. Verständliche Gründe. Ich habe es mir schon gekauft, 69 Euro. Ich habe es mir für die Konsole gekauft, eigentlich aus zwei Gründen. Der erste Grund, ich habe eine PS5 und nutze sie im Prinzip aktuell nicht mehr, was mich traurig macht, um ehrlich zu sein, weil ich halt Warzone, Rebirth Island alles ausschließlich auf dem PC spiele. Und es wurde ja angekündigt, Warzone 2 soll auf den Old-Gen- und Next-Gen-Konsolen angeblich einen FOV-Slider haben. Was bedeutet, für mich würde es Sinn machen, dann anstatt auf dem PC auf der Konsole zu spielen. Das wird man dann sehen, dadurch, dass Warzone aber eh umsonst ist und auch Warzone 2 umsonst sein wird. Und ich würde mich freuen, wenn es Geld kosten würde. Es würde bedeuten, weniger Cheater-Idioten. Habe ich mich dafür entschieden. Ausrufezeit bin ich gar nicht im Livestream. Sorry, Jungs. Link unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch das über meinen Partner MMOGA bestellen wollt oder das PlayStation-Guthaben bestellen wollt, könnt ihr mich freiwilligen Basis dabei unterstützen. Ihr zahlt keinen Cent extra und ich bekomme einen kleinen Anteil davon. So, das einmal kurz. Hast du auf jeden Fall hier vorbestellt, das sieht man hier auch im Shop. Genau, und ich kann das jetzt upgraden auf die Vault Edition. Ich rate euch von dieser Edition ab, Leute. Ich rate jedem, der kein Creator ist, sowieso davon ab. Ihr könnt auf MMOGA theoretisch auch für 3 Euro Beta-Codes für die PlayStation bestellen. Ihr braucht dieses Bundle hier nicht. Dieses Bundle ist sowieso Schwachsinn. Es kostet 30 Euro mehr und ihr bekommt im Prinzip das Größte, was ihr bekommt, ist der Battle Pass mit 50 Stufensprüngen, was halt unsinnig ist, weil man spielt das Game am Ende ja sowieso 2-3 Wochen, bis Warzone kommt, um ein paar Waffen zu leveln. So, Season 5, ihr seht, der Battle Pass ist abgeschlossen und bevor ihr jetzt sagt, warum hast du Geld ausgegeben, habe ich nicht. Ich habe den Battle Pass von den COD Points gekauft, die ich durch den letzten Battle Pass sowieso habe. Und ihr seht es rechts oben, Level 266, ich grinde Rebirth nochmal durch. Zumindest dann, wenn es da ist, das nehmen sie in der Season ja mittlerweile raus. In diesem ganzen Battle Pass, da brauche ich euch glaube ich nichts mehr zeigen, ist wirklich nichts Gutes. Und wenn ihr euch es genau anguckt und ich will hier ganz ehrlich sein mit euch Leute, Double XP ist Standard, COD Points und dann haben wir immer dasselbe. Sticker, irgendeine Variante, Aufkleber, Visitenkarten, Doppel XP, ein Emblem, irgendein langweiliger Skin, ein Bauplan, weiß ich jetzt nicht. So, und es ist immer das gleiche. Das heißt, die Battle Pässe sind jede Season schlechter geworden. Operator ist jetzt irgendwie auch wirklich nichts Besonderes und auch wenn man sich den letzten Operator anguckt, das ist der hier. Keine Ahnung. Vielleicht feiert es jemand von euch, weiß ich nicht, finde es echt schwach. Und im Gegensatz dazu gibt es dann solche Sachen hier teilweise, die wirklich cool aussehen, die natürlich richtig Kohle kosten. Und dann sowas in einem WW2-Game. Und weil sowas in einem WW2-Game auf jeden Fall da reingehört, aber ein Trophy-System 4 Monate nicht. Haben wir es jetzt schon mal gesagt, das ist unrealistisch. Würde ich sagen, gucken wir uns einfach kurz die beiden Waffen diese Season an. Das ist diese MP hier. Standard-MP, nichts Besonderes, haut keinen um. Und die Laserwaffe. Ja, ist richtig. Wir haben eine Laserwaffe und haben dazu eine Karte bekommen. Und das ist der gesamte Multiplayer und der gesamte Content für 80 Tage. So, das heißt, Mayhem und Sphere. Mayhemisphere, okay. Nehmen wir einfach das hier und hoffen, dass hier die neue Karte mit bei ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wie sie heißt. Wie gesagt, Vanguard habe ich komplett, wirklich komplett seit Season 2 einfach dagelassen. Denn meiner Meinung nach und jetzt zur letzten Season kann man das Fazit ziehen.
Ich war lange Zeit der Meinung, Modern Warfare 19 ist das schlechteste Call of Duty, was jemals gemacht wurde für alle Spieler, die keine Casual Gamer oder neue COD-Fans sind. Vanguard hat das alles getoppt. Vanguard ist vom ersten Tag an absoluter Schrott gewesen. Wirklich absoluter Schrott. Andauernd hat man bei Vanguard Paketverlust, was sich auch nicht ändert. Alle zwei Runden in Rebirth oder Warzone hat man Paketverlust. Ich finde diese Laserwaffe jetzt schon so unglaublich dumm. Es ist Wahnsinn. Ihr habt alle zwei Runden Paketverlust, wenn ihr Vanguard spielt oder Warzone. Es ist alles erst seitdem Vanguard dabei ist. Die Bugs, die in dem Game sind, auch in dieser Season, haben ein ganz neues Level übernommen. Das macht sich daran bemerkbar, dass man, wenn man zum Beispiel an die Shops rangeht oder in Warzone an die Loadouts, dass ihr keine Chance mehr habt, die Sachen schnell zu nehmen, weil es einfach, entweder stürzt das Game dann ab, was wahrscheinlich schon vielen von euch passiert ist, oder ihr seid einfach locker 3-4 Sekunden fest an diesem Loadout dran. Der Multiplayer ist komplett broken mittlerweile. Wir haben immer noch dieses Problem mit manchen Aufsätzen in den Griff bekommen. Es ist wirklich, und das ist kein Witz, die mit Abstand schlechteste Season von Vanguard. Und Vanguard an sich ist mit Abstand das schlechteste Game, was ich jemals gesehen habe, was irgendeine Art und Weise mit COD zu tun hat. Und jetzt sind wir ja kurz vor der Beta zu MW. Auf die freue ich mich ehrlich gesagt nicht so wirklich. Hat einen einfachen Grund. MW19 ist eigentlich 1:1 die Blaupause gewesen für MW2. Das sehen wir in den Trailern. Das sehen wir in den Leaks zu den zu dem, was jetzt auf uns zukommt. Man sieht es auf so viele Arten. Wir werden dieselben Perks haben, ist bestätigt, wie in MW19. Totenstille ist letzte Woche bestätigt worden, wird wieder nur eine Feldaufrüstung sein. Das heißt, vom Gameplay her werden wir 1:1 MW19 wieder haben, mit derselben Engine, mit neuen Karten und im Prinzip ein, zwei neuen Funktionen und das war's schon. Man muss es ganz ehrlich sagen, aus marktwirtschaftlicher Sicht, das ist übrigens, also allein dieses Skill-Based Matchmaking in diesem Vanguard Multiplayer bringt Menschen, glaube ich, dazu, keine Ahnung, ich stehe 9 zu, ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Tode ich habe, denn das Scoreboard zeigt das seit Wochen nicht mehr an. Das, was alles bei MW2 jetzt kommt, ist 1:1 das, was wir aus MW19 kennen. Und marktwirtschaftlich gesehen macht es absolut Sinn. Sie haben mit MW19 so viel Geld verdient wie, glaube ich, noch nie zuvor. Wir werden mit Sicherheit 20, 30 Millionen Kopien vom Game verkaufen. Was ganz einfach daran liegt, dass super viele Casual-Gamer, schlechtere Spieler, Anfängerspieler jetzt mit dem neuen MW wieder die Möglichkeit bekommen, mit den MW19 waren Safe Spaces und all diese Sachen, perfekter Spawn. Absolut perfekter Spawn, Sledgehammer. Richtig gutes Game habt ihr hier gemacht. Richtig beeindruckend. Ist auch, die Spawns in diesem Game sind nach einem Jahr immer noch so dermaßen schlecht, dass wir einfach einen Perk bekommen haben, was uns zeigt, links oben seht ihr das, wo die Gegner spawnen, damit man eine Ahnung hat, wo man langlaufen muss. Wir haben Perks bekommen, die uns erlauben, durch Wände durchzusehen, wenn wir auf in die Richtung von Gegnern schießen. Die Streaks hier in dem Game sind absolut underwhelming, teilweise 1:1 von WW2 kopiert. Meiner Meinung nach sollte man, und das ist meine ehrliche Meinung, und vielleicht seht ihr das zu negativ, aber es ist meine ehrliche Meinung, man sollte Sledgehammer Games ab sofort verbieten, das Hauptstudio in einem Call of Duty zu sein. Das, was die dieses Jahr hier fabriziert haben, ist eine absolute Frechheit. Und es hat ja einen Grund, dass wir kaum über 2.000 bis 3.000 Zuschauer in Vanguard kommen. An manchen Abenden gibt es nur 1.000 Zuschauer. Wir reden von einer Franchise mit jedes Jahr 100 Millionen Spielern. Nichts an dem Game funktioniert. Der Tarnungsgrind für eine nicht so schöne
Atomartarnung ist völlig übertrieben und geistesgestört. Bis vor kurzem gab es, oder es gibt glaube ich sogar noch, einzelne Aufsätze, die man nicht auswählen kann. Die kann man nicht auswählen, weil sie immer noch verbuggt sind. Es ist unglaublich, was die sich mit diesem Game geleistet haben. Es ist alles so laut auf den Karten. Die Karten sind nicht gut. Also wirklich, dieser Multiplayer ist in allen Belangen, die man sich ausdenken kann, absolut Schrott. Und ich spreche, glaube ich, für jeden, wenn ich sage, MW2 kann, egal wie es gemacht wird, nicht schlechter sein als diese Scheiße, die Sledgehammer Games hier fabriziert hat. Und wenn man mal überlegt, die letzten drei Games von Sledgehammer waren Advanced Warfare, mega Flop, WW2, das erste halbe Jahr unspielbar gewesen, mega Flop, danach dann erst mit neuem Verantwortlichen besser und jetzt Vanguard. Dieses Studio sollte keine Aufträge mehr bekommen. Ein Zwei-Jahres-Zyklus mit Infinity Ward, dann Treyarch wäre meiner Meinung nach passend. Ich bin kein Riesenfan von der Modern Warfare-Reihe seit MW19, ihr wisst das. Ich bin eher ein Fan davon, mit Totenstille aktiv wirklich laufen zu können. Da gab es viele Infos jetzt, dass sie an dem Soundsystem arbeiten, damit Leute, wenn sie sich nicht bewegen, Leute, die sich bewegen, noch viel besser hören können. Totenstille ist kein dauerhaftes Perk. Da muss man abwarten, wie es aussieht. Es ist jetzt bald soweit. Ich bin gespannt, ob ich mich vielleicht auch irre. Würde mich ja freuen. Aber kurzes Schlusswort zu dieser Season. Und ich bin so froh, dass ich habe es irgendwie diese eine Runde geschafft. Und das reicht mir auch einfach komplett. Ich bin super froh, dass ich eins machen kann. Und zwar dieses Game für immer löschen. Es wird hier auch nie wieder raufkommen. Es ist nämlich absoluter Schrott. Man muss es ganz ehrlich so sagen, dieses Jahr war ein Reinfall. Ich freue mich auf eine neue Warzone-Karte, ich freue mich auf einen neuen Multiplayer. Aber die Multiplayer-Leute gehen in eine Richtung in COD und zwar gibt den Leuten eine Chance, ihre Waffen zu leveln, damit sie dann zu Warzone gehen, wo Geld verdient wird. Und das wird dieses Jahr, glaube ich, auch wieder Hauptthematik sein. Nichtsdestotrotz, Leute, freue ich mich für jeden von euch, natürlich, der in Vanguard Spaß hatte. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Ich weiß aber von den Spielerzahlen her, Zuschauerzahlen her, wenn man so auf Twitch, YouTube guckt, es waren nicht allzu viele. Ich hoffe, dass wir ein besseres Jahr bekommen, beziehungsweise sogar 2 Jahre. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich nach 6 Wochen Vanguard, und ich habe es die ersten 6 Wochen wirklich durchgegrindet, weil ich Potenzial gesehen habe, was niemals auch nur ansatzweise genutzt wurde, dass ich dann gesagt habe, ich deinstalliere das besser für meine Gesundheit. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da. Ich bin raus.